When the day turns into night, and the rustle and hustle of the night lights begin, we invite you to an evening inside the Tropicana Club. Tonight? You want to take me cruising on an ocean liner to places I long to see? Don't forget to write me when you get there in your rowboat, when you paddle across the sea without me. Get me for free, baby. This one's a real danger. Für viele Fachleute war das die perfekte Mischung. Perfektes Lateintanzen und gut gespielte Show. Ralf Le Peyne und Lydia Weißer, Vertreter des neuen Tanzstils mit vielen Mambo- und Salsa-Elementen. Ganz zu schweigen von dem Sex-Appeal der beiden. Jetzt die Entscheidung. Wer wurde der erste Kürweltmeister in den lateinamerikanischen Tänzen? Eine reine Geschmacksfrage, die jetzt die Wertungsrichter zu fällen hatten. Ja, die beiden wissen es natürlich auch, was jetzt auf dem Spiel steht. Die erste Wertung, denkische Wert. Judges, please. Die A-Note. 5,9, 5,8. 5,9, 5,9, 5,9. Sie war zu 5, niedrig, 7, aber eine extrem 9. hohe B-Note konnte noch alles ändern. Die zweite Wertung, Judges please, for the artistic. 6,0, 5,9, 5,9, 5,8, 5,9, 5,8, 6,0. Zweimal die 6,0 in der B-Note. Nein, es reichte nicht ganz für Ralf Le Peyne und Lydia Weißer. Vielleicht hätte es noch etwas besser sein können. Zunächst herzlichen Glückwunsch an Ralf Le Peyne und Lydia Weißer und Michael Hall und Patsy Hall-Krogul. Ihr beiden, fühlen Sie sich gerecht bewertet? Ich glaube, gerecht bewertet muss man eigentlich immer sagen, denn es waren ja eigentlich nur Fachleute.
als Wertungsrichter dort und ich glaube schon, dass sie das richtige Auge gehabt haben. Ralf Le Peyne, etwas enttäuscht? Mit Sicherheit nicht, man sieht sich ja selber nicht. Wir werden das zuerst mal vielleicht eben dann auf Studie, auf Video dann sehen und dann werden wir das natürlich eingehend besprechen. Mal gucken, was zu verbessern ist, um das nächste Jahr vielleicht Weltmeister zu werden. Michael, hätten Sie gedacht, dass nach den 8 Tagen wieder ein 3. Platz herausspringt? Vor 8 Tagen waren Sie ja 3. bei den Standardweltmeisterschaften. Und ich habe eigentlich gedacht, nachdem ich die Leistung der Paare gesehen habe, besonders im Finale, habe ich gedacht, vielleicht könnte ich wiederum, also wir wiederum den 3. Platz erreichen oder vielleicht auch den 2. Aber wir sind sehr, sehr zufrieden, dass wir bei dieser Weltmeisterschaft in Latein, wo nur Lateinexperten dabei waren, dass wir da den 3. Platz uns eingeholt haben. Was mich ein bisschen erstaunt hat, es gab relativ wenig Sechsen. Das war in Augsburg ganz anders. Also, das stimmt. Ich hatte mehr Sechsen erwartet für Ralf und Lydia. War ganz erstaunt eigentlich, dass die Sechsen sehr verteilt waren, eigentlich über die 4 Paare. Nochmals herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Dankeschön. Ja, Dankeschön.